Okay, jetzt machen wir das, was wir so aus den alten Teilen kennen. Das Biolaborateam wurde ausgeschaltet. Wir setzen Serpentron an allen Ausgängen ein. Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Ich denke mal, wir müssen ihm die Fingerabdrücke jetzt wieder folgen, ne? Kennen wir ja schon. Mache Simon Stacks mit Hilfe seiner Fingerabdrücke, Wie ist der denn gelaufen auf allen Vieren? Okay. Was ich jetzt nur mal ganz kurz gucken möchte, ist hier dieses Rätsel. Warte mal, das war doch hier drin. Ach, wir haben das aber nicht. Wir wissen nicht, wo das ist. Scheiße, es scheint hier aber irgendwo auf dem Luftschiff zu sein, aber wir haben das vom Riddler-Typen noch nicht herausgefunden, wo. Deshalb machen wir das später. Stack muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Und er hat alles angetatscht, was so ging. Dann ist er da weiter. Hier ist er entlang. Hat sich versteckt. Er hat aber, ist aber nicht wie auf die Idee mit den Lüftungsschächten gekommen. Dann hat er sich wieder hier in die Enge getrieben. Ist an der Leiche vorbei. Hat sich hier durch den Durchgang. Hallo, durch den Durchgang. Mach mal. Mach hier mal die Fingerabdrücke. Wenn wir da nicht. Okay. Ist dann halt hier so durch. Hat sich hier versteckt. Ist da weiter. Hier entlang. Hier weiter. Dann da. War vielleicht sogar kurz dahinter. Da ist er wieder zurück? Nee. Ist rückwärts gegangen, oder was? So. Da drunter ist er ja. Da habe ich eben ein Skelett gesehen. Ja. Raus mit dir! Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur. Rein hier. Wie die Affen, die er da für seine Experimente benutzt. Genau richtig. Alfred, Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Setze das Batmobil mit der Nimbus-Energiezelle wieder in Gang. Alles klar. Können wir machen. Jetzt muss ich hier wieder raus. Das mit dem Rätsel machen wir später. Das werde ich mir jetzt nicht so die Mühe machen, das jetzt zu finden oder zu suchen. Das wird wahrscheinlich eh ganz komisch zum Scannen sein. Beziehungsweise, wenn ich nicht weiß, wo es ist. Bringt's mir eh nichts. So, theoretisch müsste ich jetzt die... Eigentlich kann ich die blenden auch. Ja. Und ausschalten natürlich auch gleich. Da kenne ich jetzt nichts. Wollte ich sowieso alle mal ausschalten. Ist schön, dass die eine sogar zu mir selber kommt. Hoppala. Hä? Wo ist sie hin?
wo ist die Drohne jetzt hin? Da. Zerstört! Okay. Ich muss ja nur dem Gleitmittel da folgen. So, wir gehen weiter. Wir können jetzt immer noch nichts großartig machen. Ne? Ist denn immer noch alles orange hier? Nee, genau. So, dann fliegen wir jetzt da mal hin und versuchen da irgendwie wieder an unser Batmobil zu kommen und das da irgendwie einzusetzen. Vielleicht kriegen wir die Drohne da hinten noch. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ich jetzt hier fliege oder wie die halt jetzt fliegt. Und ob ich da oben an den Kran komme. Oder an das Gerüst halt. So. Ja, dürfte vielleicht klappen sogar. Ich will die ja alle ausschalten, ne? Ihr wisst ja, die nerven mich so ein bisschen. Und im Moment, könnte das knapp werden. Ach, zu knapp. Kommt die mal hier rum jetzt? Mann, fuck it. Ich will die doch nur haben. Wie fliegen die denn immer? Oh, da ist noch so ein Milizturm, Dingsterbumster. Oh, warte mal. Das muss ich... Ah, tut mir sorry. Aber wenn das hier gerade hier oben drüber ist... Die Masken sind nutzlos. Die haben uns belogen. Die Masken sind nutzlos, ja. So, hier ist nämlich noch so ein Dings. Eroberung von Gotham, richtig. So, die sind eh zu weit weg. Er nimmt sich halt immer den Großen, das finde ich so nice. Hier wieder ein bisschen hochpushen. Scheiße. Nicht an ihm. Geht er ja nicht. Scheiße. Ich war zu langsam. Wurf runter. Geil. Hallo? Jetzt mach irgendwas, aber nicht das. Weich dem mal aus! Geht wohl nicht, wa? Bam! Und der letzte. So, das jetzt wird es langsam einfacher. Wenn es funktioniert und man nicht diese Schocker dabei hat und die anderen großen Dicken. Das muss ja sein. Das ist eh schon hier, ne? Wenn wir das gerade sehen, etc., dann mache ich das halt natürlich immer. Soweit es geht. Irgendwie die Milizanlage, die eine haben wir irgendwie sogar vergessen. Aber die muss ich hier auch mal zerstören. Kann ja echt wahr sein, dass die hier immer noch ihr Ding machen, solange da das Vakzin ist. Geht ja nicht. Ne, meine Freunde? Auf Angriff vorbereiten! Batman geht in die Offensive! Ja, viele sind das auch nicht mehr. So, wir gehen aber natürlich weiter zum Batmobil. Das ist nur natürlich, es lag jetzt auf dem Weg. Und es leuchtet so schön rot und man sieht jetzt auch mehr, dadurch, dass das Toxin unten die Straße ein bisschen wegmacht, sieht man, was hier oben rot leuchtet, viel eher. Hier unten haben wir auch schon aufgeräumt. Das Ding da oben kriegen könnte, wenn ich zum Kran komme, ja. Die Anarchie des Terrors. Geh zu ihnen in die Toxinwolke. Kämpfe nicht gegen die Ängste aller. So. Doch, ich kämpfe auch gegen die Ängste an. Alfred, die Drohneneinheit auf Founders Island wurde ausgeschaltet. Ausgezeichnet. Bleibt nur noch das Gift zu beseitigen. Ah, geil. Ich habe die ganzen Drohnen hier ausgeschaltet auf der Insel. So wie es ausschaut. Wie hast du Poison Ivy überzeugen können, dir dabei zu helfen, die Stadt zu retten, die sie hasst? Drohung, Erpressung, Scham. Sie stirbt. Bei Menschen wirkt es auf den Verstand, aber ihr entzieht es das Leben. Dr. Isley kann mich nicht aufhalten, aber wie nobel von dir, sie zu Gothams erster Verteidigung zu ernennen. Ja, nett. Finde ich auch. Ich finde es gut, wenn das so läuft. Ich glaube, das ist die, die ich schon mal hatte.
So. Okay, hier unten muss irgendwo das Batmobil sein. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier oben aufs Dach. Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Okay, Batmobil reparieren. Hä? Wünsch mir Glück, Joker. Sonst stirbst du mit. Mr. Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Ich befürchte fast sogar, dass es nur noch ein Trauma führt. Das wäre eine tolle Erklärung, die Story noch irre zu machen. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Geil wäre es auch, wie länger ich brauche, desto irrer könnte mein Trauma werden oder so, aber ich glaube, er macht es von allein. Ich meine nichts. Okay. Das war's, Betty. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt und deinen mürben Geist durchdringt? Ich tu's auf jeden Fall. Ich muss das ganz, ganz langsam. Fuck. Damals, wo dann der Joker-Männer aufgetaucht ist, fand ich. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Halt, stopp! Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie sofort! Bleib ruhig. Atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Fuck. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Ja, ich muss die langsam einsetzen. Bevor es rot wird. Schlaf nur, schlaf, Betsy. Ich befreie mich von dir. Und dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein, tiefe Züge der Furcht. Gib auf! Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Das macht ja gar nicht irre, das ganze Gelächle. Was bist du, schaffst das? Ich glaube, das Batmobil hat eine eigene Sauerstoffversorgung. Alter, wie er aussieht. Scheiße, Scheiße. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Er sieht wieder besser aus. Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Ciao. Okay, wir können in der Suppe jetzt hier rumfahren. Besser. Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert.
Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Myagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Mache Ivys Pflanzen auf Founders Island mit Hilfe des Batmobils so nah als ausfindig. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal nach Founders Island. Alter. Die sind hier alle bewusstlos, ne? Ich fahr einfach über sie drüber. Heute Nacht ist Batman gefallen. Heute Nacht regiert die Angst. Ich glaube, jeder von denen, der noch da steht, wird für mich für einen Joker. Ich bin auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Muss nicht hier irgendwo zu sein. Da. Such weiter. Bitte. Da, Batman. Ich spüre dich. Der Impuls muss stärker werden, um sie zu befreien. Hier ist das mit dem Rätsel. Ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter Ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Oh, toll. Konnte ich das eine Rätsel nicht lösen, weil ich das nicht konnte, weil ich da nicht rein konnte? Verschaffte über den Aufzug bei Port Adams Zutritt zum U-Bahn-Netzwerk, um für die Freisetzung von Ivys Pflanze tief genug unter die Erde zu gelangen. Okay, da hinten. Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich, bitte. Ich mach hinne, Ivy, versprochen. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Kein Ding. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Na, guck mal, hier konnte ich gar nicht rein. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Ich habe ihn. Er ist bei Port Adams. Weiß ich nicht. Soll ich das einfach mal machen? Ja, das war ganz gut, glaube ich. Der setzt uns schwer zu. Das ist ja auch meine Absicht. Ich kann das jetzt auf der Karte leider nicht mehr ausmachen. Ich bin froh, dass du deinen Schlitten wieder hast. Ich will einen guten Kampf. Wenigstens sehe ich noch, wo die hier dann schießen. So, die gehört jetzt mir. Heck festgestellt, verdammt! Ich glaube, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir die mal 10 noch hatten. Du weißt einfach nicht, wann du verloren hast, was? Das hat nicht viele Sinn. Ich sehe gar nicht, ob da noch eine drin ist. So, ich folge mal meiner eigenen hier. Ey, lass mal meine Drohne in Ruhe. Wo ist denn die? Super, wir haben alles geschafft. Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden.
Ich weiß nicht, das ist jetzt hier so ein Rätsel für den Riddler. Ich weiß es nicht, wir können es ja. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringt, das jetzt zu machen. Aber das bedeutet, dass wir manche Sachen gar nicht machen konnten, weil wir hier nicht mit dem Batmobile rein konnten, etc. Dann kann natürlich auch sein, dass das irgendwie dann nachher so ist, dass wir dann. Wahrscheinlich muss ich das hier, je nachdem, wie weit ich das haben möchte, rein- oder rausschieben, oder? Mach die mal lieber kaputt hier. Aussteigen kann ich jetzt halt eh nicht. Sir, wenn ich mir die Satellitenaufnahmen ansehe, scheint sich im Süden des Komplexes ein Kran zu befinden, der Ihnen Zugang zum Zentrum verschaffen könnte. Ich habe den Ort auf Ihrer Karte markiert. Er hat die äußere Verteidigung durchbrochen. Ja. Vor allem, wenn hier so viele Drohnen neben sein sollten. Hoppala. Aber ach, hier ist auch noch eine. So, hier ist noch eine. So. Nochmal Drohnen-Hack gleich. Das ist meine. Nicht unbedingt drauf schießen. Haben eine verloren, Sir. Lasst euch wie Trottel aussehen. Ja, das kann ich gut. Ich komm dich holen. So. Okay, nein. Ich glaube, mich kommt gar keiner mehr holen, ne? Jetzt seid ihr alle weg. Ah, so, ich muss das mal hier aufmachen. So, ein Lift. Der Joker steht davor.